Willkommen zurück bei Skyrim. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Im letzten Part haben wir Auriels Bogen erhalten und jetzt schauen wir uns den doch erstmal an. Waffen, wo ist er denn? Amos? Da, Auriels Bogen. Schaden 29. Schaden 29 und da macht 44. Egal, wir reden mal mit ihr. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Was machen wir jetzt? Nun, bevor wir mit meiner Mutter im Seelengrab gesprochen hatten, hätte ich gesagt, wir bringen den Bogen zu meinem Vater. Nein. Aber nach allem, was sie erzählt hat, ich glaube nicht, dass wir ihm vertrauen können. Dann töten wir ihn, bevor er uns tötet. Wir haben den Bogen, er wird uns anhören. Was steht da? Wir sollten unsere Abmachung mit ihm honorieren. Ich zermartere mir den Kopf auf der Suche nach einem Ausweg, doch er wird sich gegen uns stellen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Nein, er muss sterben. Ja. Wir haben keine andere Wahl. Dann lasst uns gemeinsam gegenübertreten. Danke. Irgendwie wusste ich, dass ihr das verstehen würdet. Oh Mann. Mit dem Bogen, das heißt, wir rüsten den. Nein, oh, ich wollte schon sagen. Das heißt, wir rüsten den mal aus. So. Ich habe ihn mal erstmal zu Favoriten hinzugefügt und. Hier sollen wir durch, ja? Okay. Oh, öffnen. Wahrscheinlich müssen wir sonnengeweihte Pfeile auf ihn drauf schießen, damit der Vampir über den Jordan geht. Eieiei. Dann müssen wir hier erstmal irgendwie rauskommen. Karte? Okay, ja doch, wir gehen hier durch und kommen dann da oben raus. Gut. Sollte machbar sein. So. Jetzt sehe ich nichts mehr. Gucke ich einfach auf die Karte. Da ist schon mal falsch. Das heißt, wir gehen hier lang. Karte, ich brauche jetzt nicht. Ja. Man sieht hier ja fast nichts. Ihr seht ja selber, wie man nicht sieht. Okay. So. Meine Güte, das ist aber. Okay, hier. Durch. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Warte mal. Genau, der Weg ging hier. Ja. Aber wir hätten auch da runterspringen können, wenn wir da wieder hochgekommen. Okay. Aber jetzt sind wir erstmal. Wie der draußen. Mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen. Bin ich ja gespannt. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ja.
speichern. Auch wenn Automatik speichern war, ich speichere trotzdem nochmal. Kann ja nie wissen. Und ich glaube, ich rüste auch schon mal den Bogen aus. Maus hängt. Oh. Komm mal her, du musst mal... Ja. Hat etwas über Vampirblut und den Bogen gesagt. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Ihr seid eine Tochter von Kaltehafen? Das bin ich. Ich denke, wir könnten wohl mein Blut nutzen. Besitzt ihr Pfeile? Elfenpfeile? Für etwas anderes gebe ich mein kostbares Blut nicht her. Sollen wir? Komm, mach mal. Bringen wir es einfach hinter uns. Entschuldigung. Blutverfluchter Elfenfall, toll. Nun gut, dann lass mal sehen, was ihr da habt. Du musst mal was nehmen, denn wir haben ein Problem. Die Armbrust behalten wir, das behalten wir. Wir geben erstmal das hier. Was ist das überhaupt? Achso, das ist einfach nur... Ne, warte mal. Doch, wir geben ihr das. Haben wir noch was, was... Irgendwas, was 10 wiegt? Die wiegt 10, aber die will ich mich gerne behalten. Der wiegt... Jagdbogen der Seelen. Wir geben ihr einfach... Die beiden Stäbe. So. Wie sieht der Bogen aus? Schick. Sollst du ihn wegstecken, na also. Ja, dann schauen wir mal, was der Fürst jetzt sagt. Hören, was er so zu sagen hat. Na? Der Typ ist nicht mehr da. Hier habe ich alles, was ich brauche. Ist sehr schön. Mach mir gerade nur ein bisschen Sorgen um unser Leben. Ihr seid also zurückgekehrt. Hat euer Tier euch gut unterhalten? Ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich weiß ich das. Ihr enttäuscht mich, Serana. Ihr habt alles angenommen, was ich euch gegeben habe, und es dann für diese Missgeburt von einem Vampir weggeworfen. Was ihr mir gegeben habt? Seid ihr verrückt? Ihr habt unsere Familie zerstört. Ihr habt andere Vampire getötet. Alles im Namen einer Prophezeiung, die wir kaum verstanden haben. Das ist jetzt vorbei. Ich bin fertig mit euch. Ihr werdet ihn nicht anrühren. Endlich zeigt dieser Drachen seine Klauen. Eure Stimme trieft vor dem Gift des Einflusses eurer Mutter. Wie sehr ihr euch doch gleicht. Nein, denn im Gegensatz zu ihr habe ich keine Angst vor euch. Nicht mehr. Und ihr... Hey! Es scheint, dass ich mich bei euch dafür bedanken muss, dass sich meine Tochter gegen mich stellt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis euer Ehrgeiz eure Treue überwältigen würde. Loyalität? Ihr hattet nie vor, mich am Leben zu lassen. Ein kleiner Preis, den ich für den Aufstieg unserer Art zu zahlen gewählt habe.
Ihr seid eine Beleidigung für unsere Art. Ich muss doch sehr bitten. Spart mir eure Vorstellungen von unserer Art. Ihr habt Serana schlicht und einfach für den Versuch missbraucht, euch das zu nehmen, was gerechterweise mir zusteht. Moment mal. Nein, ich bin hier, um unsere Auslöschung zu verhindern. Wie ich sehe, habt ihr mit Valerika gesprochen und sie ist davon überzeugt, dass uns die ewige Nacht den Krieg mit den Anhängern des Tageslichts bringen wird. Wenn es doch nur so wäre. In einer Welt der Dunkelheit würden wir niemals ermüden, niemals ermatten. Ihren bedauernswerten Armeen mehr als ebenbürtig. Es reicht. Ja, durchaus. Das Reden mit euch und meiner verräterischen Tochter ermüdet mich. Ihr habt eine einzige Chance, mir den Bogen zu geben. Es wird keine zweite geben. Er will den Bogen? Wie wär's, wenn wir ihm erstmal die Pfeile geben? Gut, dann lasst ihr mir keine andere Wahl. Eieiei. Der einzige Nachteil. Wo ist er? Der Typ macht sich mal eben unsichtbar. Wie gemein ist das denn? Oh, den wollte ich gar nicht. Du blöder, hässlicher Vampir! Hast du jemals in den Spiegel? Ah ne, Vampir könnte ich im Spiegel doch gar nicht sehen, oder? Boah, wie war das? Ich glaube, Vampire konnten. Also, ja. Wenn sie wirklich gehen würde, auf jeden Fall hieß es doch, heißt doch in allen Geschichten, Büchern, was weiß ich nicht, dass Vampire sich im Spiegel nicht sehen können. Alter! Was macht der Penner denn da? Wartet mal, ich glaube, wir müssen ihm gleich mal eben einen Pfeil da reinschießen. Vergiss es. Aua. Verdammt, was macht der? Meine Güte. Aber lange wird's lästig. Ja. Wenn der... Ihr werdet nicht!
Nach dir! Haben wir es geschafft? Entspricht dem vampirischen Nähren vom Menschenblut. Vom menschlichen Blut. Das nehmen wir mal mit. Schwert nehmen wir doch, wenn wir dann wieder zu viel haben, dann muss. Das wäre jetzt erledigt. Was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde vermutlich hier bleiben, solange sie es mir erlauben. Ich glaube, wir können hier neu beginnen. Das Erbe meiner Familie in etwas Ehrbares verwandeln. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Ich denke nicht, dass sie etwas mit dir zu. Ich hätte euch gerne mit dabei. Das wollte ich hören. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, meine ich. Du. Haben wir hier irgendwas, was war irgendwas Schweres? Dann haben wir das jetzt hoch. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Ja, warte mal. Ja, auch sonstiges können wir ja gar nicht geben. Dann kriegt die jetzt mal vorerst mal. Meinen Glückwunsch. Fürst Harkon besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Meine Dame, ihr habt mein äußerstes Mitgefühl. Ich bin mir sicher, das war nicht einfach für euch. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden, Garan. Es musste sein. Ich freue mich nicht darüber. Er war immer noch mein Vater. Aber ich glaube, mein Vater ist in Wahrheit schon vor langer, langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Natürlich, meine Liebe. Jetzt wird alles gut. Ihr faselt euch da ein zurecht, ey. Achso, das ist ein Skelett von ihr. Die Truhe ist leer. Heißt das jetzt, dass wir hier die... Ich stehe über solchen armseligen Streitigkeiten. Ich lebe schon viel zu lange, als dass ich mir darüber Gedanken machen würde. Ich habe schon mehr als genug politische Taktiererei im Hause Dres erlebt. Das konnte ich damals schon nicht leiden, es auch heute nicht. Heißt das jetzt, dass wir mit der Hauptstory hier soweit durch sind als Vampir, oder? Ich habe die Faszination der Nord für Waffen nie verstanden. Magie besitzt eine größere Vielfalt. Hallo. Ich weiß immer nicht, was für ein Tier ich hier schon besitzen soll. Das. Mein Fürst. Was? Wir sind jetzt ein Fürst? Hier ist ja gar keiner mehr. Was ist denn los? Ach doch, da ist noch jemand. Gucken, ob die was sagen. Hallo? Kommt mir nicht in die Quere, dann reiße ich euch auch keinen Arm aus. Ganz einfach, oder? Wie kann ich helfen? Sprecht mit Fura Blutmund. Sie hat etwas für euch. Ah. Also gut. Da haben wir also doch noch was. Der Burg treu ergeben. Und nur ihm allein. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Huch, wer bist du denn? Ihr seid neu hier.
Also erkläre ich es euch ein einziges Mal. Ihr könnt euch von den Sklaven nähren, so oft ihr wollt. Aber wenn ihr sie tötet, dann zerreiße ich euch. Woher kommen die Diener? Aus ganz Himmelsrand. Es ist meine Aufgabe, sie zu finden. Ich versuche, für jeden etwas zu finden. Für jeden Geschmack, meine ich. Manchmal kommt einer freiwillig. Aber die meisten müssen erst überzeugt werden, zu uns zu kommen. Also gut. Ihr seid hier willkommen. Solange ihr euch nicht zu sehr an den Dienern gütlich tut. Ja, das machen wir. Ich suche hier ja auch jemanden. Ah, Nieren. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir sie nicht umbringen. Aber Freunde, der... Schau euch das mal an, warte. So. Aber der Part ist... Hier haben wir auch noch welche. Nieren. Bitte. Nicht mehr. So, dann werde ich den Part für heute hier mal beenden. Im nächsten Part gucken wir mal, wo die eine ist, wo wir hin sollen. Und ich sage erstmal, bis dann und ciao.